So, und jetzt können wir die Sau rauslassen. Muss man den töten oder nur dumm anquatschen? Ja, 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 jetzt reden. Kannst du da mit einsteigen? World's not coming to an end like the cult says. That's a demonically driven government ploy of a scare tactic to pull our attention away. Der Honk, Alter, der fährt einfach los und fahren kann er auch nicht. Ich sehe schon, das haben sie nicht durchdacht beim Programmieren. Dass man da ein Auto hinstellt, wo nur zwei Leute insgesamt reinpassen. What the fuck? Der Typ fährt halt aber auch so ultra schnell. Darf er aussteigen? What the fuck? Der hat angehalten, um dich aufzuheben. Und jetzt 7 Tiere töten, die unter Drogen stehen. Drüben erst. Das war ja ein Bär. Dann ist auch ein Silo. Oh oh. Oh oh. Wo ist. Hä? Ach, da! Die scheiß Farmhütte beim Weg. Na, guck mal, hier ist ein Safe. Nur noch ein Silo. Money. Ich schau jetzt auch endlich mal hier. Any demons come back here, they'll be blown sky high. These should do it. Hast du auf den Sprengstoff geschossen? Ja, ja. Jetzt legt er gerade nochmal welchen. Oh fuck! Jetzt brennt ja alles. War das schon alles? Einmal Sprengstoff legen und dann drum in der Gegend rumstehen oder was? Los, beweg dich, mach weiter. Agent for
again, Carmen. Innocent, defenseless animals. Never again. Da kommen jetzt Gegner. Here they come. Wait. Oh. What? No. No! Wow! Da kommt eine Horde Kühe. Die Kühe sind in den Sprengstoff gerammt. Hat er sich im Ernst von der Kuh umrennen lassen? Was ist? Ja. Vernichtung der Steaks. Sprengmeistervorteil. But I know how to bleed them dry. The poor animals that died here today paid the ultimate price for our liberty. They are heroes and patriots. We will honor their sacrifice because history tells us that every great victory begins with tragedy. That's right. It's time to hit pay dirt. And where's that, you wonder? The old gold mine. That's where the government's getting the funding for this whole operation. Yeah! You thought it was closed. That's what the government told us. Who the fuck trusts the government? I'm telling you, it's all connected. They're sitting on 10 times Fort Knox down there. We're gonna bring this whole globalist empire down and give America back to the people. Those demons are always talking about a collapse. Let's give them one. Take these thermite charges. They have the same specs as the ones that brought down Tower 7. Stick them on all the gold you see. Kick the tires and fight the liars, baby! Woo! What? You waiting for me? Hell, I'm retiring! You saw what just happened? That shit was real fucked up! Das klingt irgendwie cool. Je nachdem, wo die Mine ist. Ja, die ist sogar noch in unserem Bereich drin. Nein, ich will nicht nehmen, ich will einsteigen. Ich sehe schon wieder Sterne. Auf jeden Fall gibt's auch in jedem Far Cry einen wahnsinnigen. Der denkt, dass er von der Regierung kontrolliert wird. Natürlich. Well, ich hatte schon eine Vermutung, dass da gleich der Fluss kommt. Jetzt auch die Brücke 5 Meter rechts von uns nehmen können. Fuck. Geht auf jeden Fall schon gut der Krieg ab, wie sich's anhört.
Gehen nur drei Leute, das ist irgendwie unrealistisch. Danke. Was haben die hier mit den Bienen die ganze Zeit? Oh. Wo ist der Heli? Scheiße, was soll an? Shotgun? Von wo war der? Ah, da.
Mal gucken, ob ich hier wieder irgendwo rauskomme. Bin hier in so einem Minenschacht drin. Ah, okay. Da oben sitzt noch einer drin. Fertig? Ja. Ah, Dynamit verbessert. Können wir ja das Prepper-Versteck hier unten gleich machen, weil ich glaube, wir kommen sonst nicht mehr so oft hierher. Ist hier überhaupt ein Weg? Ja. Irgendwo da drüben kommt eine Straße. Naja, Straße ist ein bisschen übertrieben. Of Jacobs are not natural. You should see if those conservation people know what's going on. Maybe they know how to fix them. Da fuck, das Ding passt echt drüber. Ich bin ausgestiegen, weil ich dachte, es passt nie im Leben. Bin hinten drauf. Wow! What the fuck hat der... der Handgranate einfach fallen lassen oder was? Ach, Dynamit. Unterm Haus angeblich. Tja, das da sprengen? Was? Den Haufen hier? Mhm. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber... Nee, na, ich stand drauf. Ah! Oh fuck, Drogen. Ich seh's doch schon am Rauch. Viele, viele bunte Sterne.
Das vielleicht sprengen. Game Logik, wenn man es nicht zerhauen kann, dann muss es gesprengt werden. Oh, Labyrinth hier oder was? Wie viele Schaufeln habe ich denn dabei? Nicht durch. Ah. Hier ist Ammo. Wir sollten die Wand aufsprengen und dieses Loch mit Wasser füllen. Kletterhaken geht hier nicht. Ich bin im Suchgebiet des Schiffes, vielleicht irgendwo unter Wasser was? Ah. Welche Wand? Irgendeine Wand oder war das irgendwie markiert? Die links oben. Okay. Plündern voll. Ah, da haben wir wieder die Heftchen. Mit Geld. Irgendwie ist der Kletterhaken schon geil. Okay, das klappt nicht. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, sie suchen dich, oder? Ja. Ich hab noch 5 Sekunden. Oh no. Holy fuck. Auch ein Klassiker. Die Schaufel war im Auto gesteckt und ich konnte sie einfach wieder aufheben. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Wir können den blöden Konvoi endlich mal machen, der hier eh gerade in der Gegend rumfährt. Komm, geh doch hinten ans Geschütz. Okay.
geht nur, wenn du anhältst. Okay. Fuck, die haben mich echt erwischt. Es kommt davon, wenn man kein Hemd trägt. Kann man hier vielleicht mit dem Wingsuit drunter fliegen? Der Konvoi ist jetzt eh wieder woanders, weil der fährt ja die ganze Zeit. Bist du gegen den Stein geflogen? Ja, ja. Oh, fuck! Ich wollte um den Stein rum und dann den Wings so zumachen. Ja, ja. Einfach. Ja, wir können den Konvoi zur Not auch mit dem Hubschrauber holen. Weil hier hinten ist ja, glaube ich, eh nichts mehr, oder? Ich habe nichts mehr gesehen hier auf der Karte. Ich hätte jetzt bei Dead Man's River, wobei das führt schon ins nächste Gebiet. Was mich ja wundert, wir müssten ja eigentlich auch noch gegen den Lieutenant kämpfen, also gegen den Bob, ja. Gegen den John. Aber wahrscheinlich müssen wir dazu erst die Konvois platt machen. Würde ich jetzt mal vermuten, ja, warte mal, da fährt einer. Da ist der gute Samariter. Da fährt auch noch ein Konvoi, also drei Konvois sehe ich, die rumfahren. Wo gibt's denn hier, Hubschrauben. Bei Ray and Sons würde ich sagen. Hildegard Elektrizitätswerk. Moment. What the? Wo ist das? Das ist bei Falls End. Ja. Links oben. US Auto. Der Hauptstraße. Unten drunter. Rechts unten drunter. US-Auto. Das habe ich nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich das. Ach, doch, wenn man ranzoomt, ja. Okay. Aber das passt, dann kannst du uns schon mal einen Helikopter akquirieren und ich mach kurz eine Pause.